Leute, es ist wieder soweit. Ich habe kalten Kaffee mitgebracht, Blümchen und eine neue alte Frage der Liebe. Ich habe herausgefunden, dass man auf zeit.de sich einfach diese Fragen ausdrucken lassen kann. Also es ist Public Content. Du kannst da auf Drucken gehen und dann kriegst du das PDF mit der vollständigen Frage, die sie dir halt vorher irgendwie verkaufen wollen. Also, ich tue nichts Illegales. Das heißt, wir haben jetzt Material für Wochen. Schaut euch mal dieses Katzenbild an. Was will man mehr? Fuckt euch das eigentlich auch so ab, wenn ihr solche hochpreisigen Magazine seht, wie zum Beispiel Die Zeit oder, gibt es noch als Zeitung? Zeitmagazin ist irgendwie unter der Kategorie von der Zeit. Und wenn du in den Coffeeshop gehst und dann dir eine nimmst, dann fliegt das da drin rum und du kannst es separat lesen, aber irgendwie sehe ich das trotzdem als Teil von der Zeit. Egal. Kotzt euch das auch an, wenn diese Magazine, die sich eigentlich leisten könnten, Fotografen zu bezahlen, Stock-Images nehmen? Mich kotzt das nämlich an. Die sollen mich bezahlen, damit ich denen Katzenfotos mache. Also nicht mich, aber irgendwen halt so. Künstler haben es schon schwer genug. Oder seid ihr Team Kapitalismus und fuck that? Also die Frage ist von 2020, dem Jahr der Ratte und der Rattenfänger, dennoch bestimmt hochaktuell. Sebastian und Leonore sitzen im Wohnzimmer beim Tee. Da geht es schon los, das Problem. Teetrinker. No front. Beide lesen Zeitung. Leute, die Zeit haben, Zeitung zu lesen, haben entweder keine Kinder oder Geld übrig. Oder beides, das bedingt sich häufig auch. Das letzte Mal, wo ich täglich Zeitung gelesen habe, war in der Ausbildung, also noch vor dem Studium, das heißt, bevor ich was zu tun hatte. So, da war ich noch nicht im Stress. Also Ausbildung im Vergleich zu Studium ist echt komplett slacken. Ja, vor allem Krankenpflegeausbildung, das war jetzt nicht so intellektuell anspruchsvoll. Und als ich dann an die Uni gekommen bin, hatte ich echt das erste Mal das Problem, dass ich überhaupt irgendwas lernen musste. Das hatte ich davor in meinem ganzen Leben noch nicht. Bis auf ein, zwei Tage fürs Abi habe ich eigentlich nie gelernt. Und das war eine richtig krasse Erfahrung dann an der Uni. So, also ich wusste ja, was dafür tun. Okay, nervt. Das und 4 Stunden Theoretikum Freitagnachmittag. Die Sadisten, die sich das ausgedacht haben, ey, wenn ich denen bei Nacht begegnen würde heute, dann würde ich einfach weitergehen. Also Sebastian und Leonore, die Leute, die schon von den Namen nicht zusammenpassen. Leonore klingt wie 1890, Sebastian klingt nach langweiliger Typ, sitzen im Wohnzimmer und trinken Tee. Beide lesen Zeitung. Was machst du eigentlich, wenn du Sebastian heißt? Du wirst Basti oder Sepp oder Seppi genannt? Und wie ist das eigentlich mit dem neuen Namensgesetz? Kannst du dann einfach mal hingehen, dich als Frau ändern lassen, zurückändern lassen und hast dann einen neuen Namen? Oder kannst du auch einfach so den Namen ändern lassen als Typ, dass du nicht mehr Sebastian heißt und halt einen interessanten Namen hast? Oder geht das nicht? Oder findet man sich irgendwann einfach damit ab, wenn man einen uninteressanten Namen hat? Also mein Problem als Undine ist halt echt, dass jeder sich meinen Namen merken kann und dann auch noch falsch. Also ich bin immer Udine. Das ist eine Stadt in Italien. Ich bin da schon durchgefahren. Ich bin nicht ausgestiegen. Es war nicht interessant. Und alle Lehrer in der Schule wussten immer, wer ich war. Ich meine, gut, das lag auch daran, dass ich ein freches Kind war, aber ADHD-Problems, I guess. War damals noch nicht cool, aber problematisch schon. Sebastian schenkt sich ein, trinkt und stößt mit der Tasse an die Tischkante. Grobmotoriker. Der Tee ergießt sich über seine Hose und den Fußboden. Au. Das ist natürlich nicht cool, wenn er sich den super heißen Tee auf den Sack kippt. Sebastian wirft einen hilfesuchenden Blick auf Leonore. Mein Sack? Okay, wenn er noch Zeit für einen hilfesuchenden Blick hat, an die Männer in den Kommentaren. Kann der Tee dann wirklich so heiß gewesen sein? Weil ich wäre davon ausgegangen, wenn du dir richtig heißen Tee auf den Sack kippst, dann ist es einfach nur aufspringen und schreien. Aber er hat jetzt noch Zeit gehabt, so einen passiv-aggressiven Blick da abzugeben. Okay. Wirft einen hilfesuchenden Blick auf Leonore. Sie bleibt sitzen und schüttelt den Kopf. So ein Pech. Gut, dass du heute die alte Jeans anhast. Das ist so wie aus dem Drehbuch. So ein Pech. Wer redet so? Ich meine, nicht mal, wenn ich das schnell versuche. Moment, ich gehe mal in Schauspielermodus. So ein Pech. Gut, dass du die alte Hose anhast. Das ist so ein Pech. Gut, dass du die alte Hose anhast. So ein Pech? Ich meine, ich würde es verstehen, wenn das irgendwie, wenn der irgendwie. Oh shit. Na gut, dass du die alte Hose anhast. Oh shit. Na gut, ist die alte Hose. So, das ist normal. Diese Sprache, Alter, diese Sprache, das fuckt mich immer schon ab an Kulturformaten. Ja, das. Die Sprache in Kulturformaten und auch in neuen deutschen Sozialdramen immer bourgeois und abgehoben ist. Das ist eigentlich genau die neue deutsche Spießigkeit, die nicht transferiert werden sollte in Dramen, bei denen eine sozial benachteiligte Gruppe von Menschen in den Vordergrund gerückt werden sollte. Die sollten normal reden, so wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.
Nicht so, als würden sie ein Buch vorlesen. Bin getriggert. Ich muss die 8 Minuten vollkriegen, Leute. Dann vertieft sie sich wieder in ihre Lektüre, also die Zeit oder was sie da gerade liest. Sebastian steht widerwillig auf, geht in die Küche und kommt mit Putzlappen und Geschirrtuch zurück, um die Spuren seines Missgeschicks zu beseitigen. Ja, wie das ein normaler Typ, der kein Psychopath ist, halt machen würde. So, ich habe den Kaffee umgekippt, dann kippe ich den Kaffee auch weg aus. Ich bin ein hilfloses Baby und dann muss es halt meine Frau für mich machen. Ey, sogar mein Kind, wenn sie hier was umsemmelt auf dem Tisch, das ist übrigens ihr Platz, auf dem ich gerade sitze, ist das nicht ein nicer Platz? Sie hat Blick aufs Fenster, sie hat Blick auf die Blümchen, hinter ihr ist der Kühlschrank, neben ihr die Bedienung, ich. Ja, also selbst mein Kind, wenn sie was umsemmelt auf dem Tisch, muss aufstehen, den Lappen alleine holen und das wegmachen. So, ich dachte, das ist normal. Auf die Gefahr hin, hier 3 Leute vor den Kopf zu stoßen, kann es sein, dass das Wessi-Probleme sind. Es gab mal auch so eine Studie, da ging es darum, wie viele Männer im Haushalt mitmachen. Und ich finde das auch immer so ein bisschen komisch, denn mitmachen, naja, mach halt deinen eigenen Kram, ich mach meinen Kram, du machst deinen Kram und die gemeinsamen Sachen machen wir zusammen, muss man eigentlich gar nicht drüber reden. Aber da kam echt raus, dass halt im Westen das Gefälle irgendwie noch größer ist und die Typen einfach weniger machen. Und damit ist halt auch gemeint von ihrem eigenen Zeug, also ihre eigenen Socken in den Eimer schmeißen und sowas. Ich weiß nicht, inwiefern das noch aktuell ist, das ist jetzt auch schon 5 bis 8 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Fand ich aber relativ interessant und auch so von Anekdoten aus dem Bekanntenkreis habe ich manchmal den Eindruck, dass die Männer hier ein bisschen unselbstständiger sind. Ich meine das wirklich in der gütigstmöglichen Art, aber wenn ihr euch so selbst reflektiert, habt ihr den Eindruck, dass das stimmt oder denkt ihr, das ist eher ein doofes Klischee? Weil ich habe den Eindruck, dass da schon ein bisschen was Wahres dran ist. An den meisten Klischees ist ja leider was Wahres dran, ob es uns schmeckt oder nicht. Aber das kann man ja auch auf eine positive Art und Weise nutzen und wenn man nicht so ist, muss man sich ja nicht angesprochen fühlen, kann sich abgrenzen und sagen, ja cool, dass ich nicht so komisch bin und unselbstständig und so. Weil ich meine, es gibt auch negative Sachen zu dem Thema über die Frauen zu sagen. Es gibt auch negative Sachen über den Osten zu sagen, was da heute noch so ist, was mir nicht gefällt und so, ne? Darum geht's nicht. Aber so grundsätzlich, wie ist da euer Eindruck? Also er ist in die Küche gegangen, die haben da irgendwie im Wohnzimmer gesessen, Tee getrunken, er hat sich den Tee drüber gekippt und auf den Tisch. Jetzt geht er ins Wohnzimmer, holt einen Lappen und macht das weg. Nee, Geschirrtuch hat er geholt. Putzlappen und Geschirrtuch. Also gleich auch noch trocken machen, der ist schon gut dressiert auf jeden Fall. Wenn das ein Holztisch ist, du willst ihn ja nicht nass lassen. Also Props an Sebastian. Eine kleine Klage kann er sich aber nicht verkneifen. Meine Mutter wäre aufgestanden und hätte aufgewischt. Damals haben sich die Frauen noch um ihre Männer gekümmert. Also jetzt bin ich mir sicher, dass der Psychologe oder die Zeitredaktion oder wer auch immer sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diese Frage aus dem Arsch gezogen hat. Leonore legt die Zeitung weg und mustert ihn. Und das wäre dir lieber? Fragt sie. Müsste sie sich mehr um ihn kümmern? Ist die Frage der Liebe. Ich brauche erstmal einen Schluck kalten Kaffee. Es ist ja schon eine Geste der Zuwendung, wenn du für jemand anderen seinen Dreck wegmachst. Einfach nur so, weil, keine Ahnung, vielleicht hat der eine anstrengende Woche gehabt und du sagst dir so, hey, ich mach das jetzt für dich. Es ist zwar deine Sauerei, aber hey, da bricht mir kein Zacken aus der Krone, ich mach das für dich. Aber ich finde, das ist was anderes, als wenn man das einfordert. So dieses, du musst dich um mich kümmern und meine Mutter hat das auch gemacht. Ew, nein. Ganz im Allgemeinen, an Typen, die sich sowas ernsthaft fragen. Es gibt nichts Unattraktiveres als so ein Milchbubi, der erwartet, dass du ihn bemutterst. Denn der einzige Mensch, für den du als Frau in die Mutterrolle schlüpfen möchtest, sind deine Kinder. Sich um einen Mann kümmern ist psychologisch nicht das Gleiche, wie sich um ein Kind zu kümmern. Ein Kind ist auf dich angewiesen. Und zwar fast 100% der Zeit. Zwar sind Kinder selbstständig, aber du musst ja nur mal überlegen, was passiert, wenn du die Tür von der Wohnung zumachst und gehst, ohne dem Kind zu sagen, wo du hin bist. Das Kind wird verzweifelt sein. Wenn der Mann sich so verhält, und es gibt solche Männer, es gibt echt Typen, die so, hey, du hast mir nicht gesagt, wo du hingehst. Ich glaube, da gab es auch mal eine Frage, der Liebe. So, wieso meldest du dich nicht bei mir ab? Ich sorge mich dann. Und wieso sagst du mir nicht, wann du abends zurückkommst? Und wir sind keine WG, bla bla bla. Solche paar Probleme gibt's ja. Aber der Unterschied ist halt, dass der erwachsene Mensch immer noch irgendwie drauf klarkommen muss und das Kind nicht. Und wenn du in der Beziehung das Gefühl hast, dass dein Partner sich wie ein Kind verhält, ich glaube, das kann echt das ganze Gefühl stören. Also du willst ja nicht mit einem Kind pennen, außer du bist ein kompletter fucking Creep. Das hat auch nichts mit Alpha oder Beta zu tun. Jemand kann introvertiert sein und zurückhaltend und nicht ständig den Ton angeben, aber trotzdem selbstständig und self-sufficient sein, selbsteffizient. Nennt man das so? Ja. Und für mich, wenn das ein Typ nicht ist oder auch eine Frau, das wäre mir völlig egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, wenn jemand unselbstständig ist, finde ich das extrem unattraktiv. Und es muss nicht mal finanziell sein. Also natürlich ist das auch ein wichtiger Aspekt. Aber hauptsächlich dieses,
mit sich selbst klarkommen, wissen, was man in welcher Situation will, das sagen können und nicht erwarten, dass der andere deine fucking Gedanken liest. Das ist so anstrengend. Ich bin ein sehr expliziter Mensch und ich kann es absolut nicht leiden, wenn Leute von mir erwarten, dass ich weiß, was die von mir wollen. Ich weiß das nicht. Ich habe 100 Mal gesagt, dass ich es nicht weiß. Wenn du es immer noch erwartest, bist du blöd. Allerdings muss man auch sagen, dass in der Situation ja nichts gewonnen ist, wenn sie sich jetzt hinstellt und Kontra macht. Also wenn die Frau jetzt halt sagt so, ja, ich bin nicht deine Mutter, dann verurteilt sie ihn. Also sie sagt ihm quasi so, du bist ein kleines Kind, ich bemutter dich nicht, ich will mich nicht um dich kümmern. Ich denke, dass man das irgendwie komplett umlenken könnte auf einen anderen Bereich. Zum Beispiel, dass sie was Schönes für ihn kocht oder so. Sie muss ja nicht für ihn kriechen und den Tee auffischen. Offenbar ist es für ihn einfach von seiner Entwicklung her mit Zuwendung verknüpft, wenn jemand was Nettes für ihn macht. Und er sollte halt rausfinden, was sie will. Vielleicht möchte sie Berührung oder zusammen chillen und eben lesen und respektiert werden und weiß ich nicht, irgendwie sich unterhalten. Vielleicht ist das für sie Zuwendung. Und dann sollte er ihr das halt geben und sie gibt ihm halt das andere. Und ich finde, dass Beziehungen, in denen der eine nicht bereit ist, eben das zu tun, was der andere mag, die sind ein bisschen pointless. Man kann dann drauf rumreiten, so ja, du könntest dich ja ändern und das tut dir ja nicht weh, aber ich denke, wenn diese Chemie einfach nicht stimmt, also dass der eine zum Beispiel immer Berührung möchte und der andere mag das nicht, der möchte das nicht geben, das hat keinen Sinn. Entweder kannst du dann wirklich über deinen Schatten springen und sagen, okay, ich mach das, weil dir das wichtig ist und du mir wichtig bist, oder du findest irgendeinen Kompromiss, aber wenn ein Partner sich immer nur ändert und das macht, was der andere möchte, oder eben der eine sagt, nee, ich ändere mich nie, ich werde nie was für dich tun, ja, warum seid ihr dann zusammen, hä? Abschließend ist nur hinzuzufügen, dass, wenn du eine Frau bist, du immer die Möglichkeit hast, wenn du deinen Tee umkippst oder deinen Kaffee, dann schieb es einfach auf den Mann. Männer sind sowieso immer an allem schuld. Und wenn der Mann das nicht einsieht, dass er schuld ist, dann wirf ihm einfach vor, dass er Teil des Patriarchats ist und dich sowieso schon unterdrückt. Und wenn er dich nicht persönlich unterdrückt, dann haben seinesgleichen, deinesgleichen tausende von Jahren unterdrückt. Und es ist jetzt mal an der Zeit, dass ausgleichende Gerechtigkeit waltet. Jetzt könnt ihr noch auf die Zeit-Webseite gehen und deren komische Zeitung für teuer Geld abonnieren. Oder ihr abonniert einfach kostenlos meinen Kanal.